Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Liebe Gemeinde, das habe ich kommen sehen. Wann ist Ihnen der Satz zuletzt begegnet? Und eine zweite Redewendung heißt, wenn man seinen eigenen Augen nicht traut. Heute geht es um das Beides. Denn wir feiern diesen Gottesdienst am Palmsonntag, am Tag davor, wo Jesus in Jerusalem einzieht. Der Friedenskönig zieht ein auf einem Esel und mancher traut seinen Augen nicht. Ein König auf einem Esel? Doch mancher hat es kommen sehen. Ja, der Messias provoziert damit. Er reizt die Machthabenden zur Gewaltanwendung. Aber nicht mit Gegengewalt und mit Schwert sorgt er für Frieden, sondern mit seiner Liebe, mit seiner Hingabe, mit seinem Leiden. Und so sagt es uns der Wochenspruch: Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Erhöht durch das Hosianna, erhöht trotz der Erniedrigung durch das Kreuz und als letztes erhöht durch Gott, sodass wir manchmal unseren Augen kaum trauen können. Und so segne Gott nun diesen Gottesdienst an uns allen. Amen. Wir wollen gemeinsam beten mit Worten aus Psalm 25. Wir bleiben dazu sitzen und ich lade Sie ein, die eingerückten Zeilen zu beten. Nach dir, Herr, sehnt sich meine Seele. Auf dich, mein Gott, vertraue ich. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich, auf deinen Pfaden zu gehen. Führe mich durch deine Treue und unterweise mich, denn du bist der Gott, der mir Rettung schafft. Auf dich hoffe ich Tag für Tag. Allein in deiner Gnade denk an mich, Herr,
Deine Güte ist doch so groß. Gütig und aufrichtig ist der Herr. Er unterweist die Demütigen in dem, was gut und richtig ist. Ja, gerade ihnen zeigt er seinen Weg. Der Herr führt alle in seiner Gnade und Treue, die sich an seinen Bund halten. Meine Augen blicken ständig auf den Herrn, denn er wird meine Füße aus dem Fangnetz ziehen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lass uns in Liebe und im Glauben an deiner Seite durch diese Wochen gehen, Herr Jesus Christus. Die Woche, die jetzt mit Gloria beginnt und mit Hosianna und die dann an den tiefsten Punkt des Lebens gerät. Zeig uns den Weg deines Leidens. Schenke uns Nähe, gerade in unseren Dunkelheiten. Begleite uns und lass uns Anteil haben an deiner Auferstehung. Das bitten wir dich, der du mit dem Heiligen Geist und Gott, deinem Vater, im Himmel sitzt, von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Ich lese aus dem Johannesevangelium aus dem 12. Kapitel. Als die große Menge, die aufs Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem kommen werde, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosianna! Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das verstanden seine Jünger zuerst nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da dachten sie daran, dass dies von ihm geschrieben stand und man so an ihm getan hatte. Die Menge aber, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, bezeugte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Ehre sei dir, Herr. Lob sei dir, o Christus. Wir wollen aufstehen und gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext für das heutige Palmsonntagswochenende steht im Hebräerbrief im 11. Kapitel. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Gott segne dies Wort, unser Reden und unser Hören an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ja, Sie haben richtig gehört. Auch wenn der Mond hinter Wolken oder vielleicht auch noch gar nicht am Himmel steht, der Mond ist aufgegangen. Besonders beeindruckt hat mich eine Strophe. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen und ist doch rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Ein halber Mond und doch rund und schön. Nur wir Menschen, wir sehen es nicht ganz, denn unsere Augen täuschen uns. Noch einmal im Predigttext: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und ich schaue aufs Evangelium. Eine skurrile Szene. Ein Esel trägt einen Mann auf seinem Rücken. Damals in Jerusalem an irgendeinem Tor, keine Seltenheit. Stumm reitet Jesus in die Hauptstadt. Kein einziges Wort ist von ihm überliefert im Johannesevangelium. Ich sehe ihn. Das, was die Szene so skurril macht, sind die Hosianna-Rufe. Hosianna, wie für einen König. Der König, der da kommt, auf einem Esel statt auf einem Schlachtross. Die Füße werden wegen des kleinen Tieres vielleicht am Boden aufschleifen. Und das Tier trabt auch nicht stolz wie ein Pferd und edel heran, sondern eher so stachsig mit den langen Beinen und vielleicht bockt der Esel zwischendrin. Ich sehe die freudige Ausstrahlung in den Gesichtern. Hosianna, ja, wir haben doch auf den gehofft. Das sagen die Menschen, die da herumstehen, die Palmzweige von den Bäumen heben und sie auf den Weg werfen. Worauf haben sie gehofft? Natürlich, dass die Botschaft, die Jesus sein Leben lang erzählt hat, endlich Wirklichkeit wird. Nämlich, dass das Reich des Friedens sichtbar wird, also ein besseres Leben, vielleicht der Himmel auf Erden. Und die einen hoffen, dass der Messias in Jerusalem auf den Thron steigen wird. Sichtbar, spürbar die Macht ergreift. Sie hoffen, dass endlich ein gerechter König kommt, statt der römischen Fremdherrschaft.
Hinter diesem Hosianna steckt genau diese Hoffnung. Denn er ist es. Wie viele werden es wohl sein? Eine Menge, sagt das Johannesevangelium. Ich weiß es nicht. 100? 50? Hosianna, dem Sohne Davids. Sie hoffen, dass er sich auf den Thron setzt, dass er mit harter Hand gegen die Römer vorgeht oder der Fremdherrschaft ein Ende setzt. Ich schaue mir einen anderen Zeugen der Szene an. Vielleicht ist es eine römische Wache. Er sieht die Welt sicher mit anderen Augen. Für ihn ist dieser Mann, der da kommt auf dem Esel, irgendein Spinner aus Galiläa, dort aus der Provinz. Denn Jerusalem ist jetzt für einen Pilgeransturm gerüstet und gerüstet im wahrsten Sinne des Wortes. Ich sehe da die Soldaten in den Straßen und Gassen, ihre Anzahl vielleicht verdoppelt. Die Stadtwache ist auf alles gefasst und so wachsam wie nie zuvor. Da sehe ich sie, die angespannten Gesichter unter den Helmen. Denn auch die religiöse Obrigkeit, die Priester und Pharisäer sind hellhörig. Und der eine sagt vielleicht zum anderen neben der Wache, das ist doch der Mann aus Nazareth, der, der immer Unruhe stiftet, wohin er kommt. Sagt er nicht von sich, dass er Gottes Sohn ist? Dass er den Willen Gottes erfüllt? Nennen ihn die Menschen nicht König? Politisch höchst verdächtig. Und für die religiösen Anführer ist das eine Figur, die man argwöhnisch betrachtet. Deshalb suchen sie den Rat zu den Römern. Und längst haben sie einen Plan, wie man diesem Mann stellen kann. All das ist das, was man sieht. Ein Mann auf dem Esel, für die einen mit Hosianna zu begrüßen, eine Verheißung, und für die anderen eine politische Bedrohung. Jesus, der in dieser Stimmung nach Jerusalem auch nur einen Fuß setzt, riskiert viel. Denn ich höre zusätzlich zum Hosianna noch das alttestamentliche Zitat bei Johannes. Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Das fürchte dich nicht, ja, das wäre angebracht. Damals, die Situation ist angespitzt, aufgeheizt. Zu lange gärt es schon in der Bevölkerung. Das fürchte dich nicht, ist auch bei uns angebracht. Doch die Machthaber damals fürchten sich. Ja, sie fürchten, dass es Aufstände geben könnte. Also werfen sie kleine Stückchen Zuckerbrot. Die jüdische Bevölkerung darf ihre Feste abhalten. Aber zum Zuckerbrot kommt die Peitsche. Es gibt rigide Personenkontrollen an den Stadttoren. Ja, die Lage soll kontrollierbar bleiben, sodass es nicht eskaliert. Und man greift am besten hart durch, damit der Friede gewahrt bleibt. Und deshalb statuiert man lieber mal schnell ein Exempel. Es ist besser, einen Schuldigen zu haben, als dass das Volk aufgewiegelt wird. Einer trägt die Verantwortung, ein Sündenbock. Dem lasten wir auf, was alles gerade nicht läuft. Das ist die Drohkulisse der anderen Seite, die dunkle Seite dieses Einzugs. Und manchmal ist es vielleicht erschreckend ähnlich mit unserer jetzigen Situation. Wenn man sucht nach einem Schuldigen wegen des zögerlichen Impfen. Wer bestimmt denn hier die Schritte des Öffnungsplanes? Wer hat Angst vor Machts- oder Gesichtsverlust? Die Lage ist aufgewühlt und jedes Signal verursacht Kontroversen. Und dann kommen wieder die beiden Sprüche vom Eingang. Das habe ich doch schon kommen sehen. Das habe ich schon kommen sehen. Gilt das auch für Jesus? Ahnt er, was hinter seinem Rücken so abläuft? Ich schaue noch einmal in unseren Predigttext. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Nein, ich sehe kein Anzeichen von Angst in seinem Gesicht. Ich sehe auch nicht, dass er sich selbst zum König ausruft
oder dem Volk die Hände entgegenstreckt. Kein Schwert hat der König, kein Schlachtross, keine Krone und keinen Mantel. Erhöht ist er, erhöht aber nur durch diesen Esel, der ihm noch nicht einmal selbst gehört und dazu noch ein ziemlich wenig königliches Tier ist. Wenige Tage sind es nur danach, dann bekommt dieser König alle seine Insignien, alle seine Zeichen. Doch es ist eine Königskrone, nicht aus Gold, sondern aus Dornen. Über seinen Körper fließen keine wohlriechenden Öle, sondern Schweiß, Tränen, Blut. Ja, jetzt erhöht man ihn, den Mann mit dem galiläischen ländlichen Akzent und der Botschaft, dass Gott den Menschen selbst im schlimmsten Leiden nahe ist. Und da ist er nun, erhöht am Kreuz, verhöhnt. Und man sagt, wo ist denn jetzt dein helfender Gott? Was ist denn jetzt mit deinem Glauben? Steig herunter. Der Mann, der mit dem Esel nach Jerusalem eingezogen ist, den man mit Hosianna gegrüßt hat und die anderen, die ihn verachtet haben und ans Kreuz gebracht haben. Diese beiden Erhöhungen hat Jesus hinter sich. Eine durch seine Freunde, eine durch seine Widersacher. Im Predigttext heißt es, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. Dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Ja, das Nichts, das kennen die Freunde von Jesus. In dieses Nichts sind sie durch seinen Tod gestürzt. Denn ihre Erhöhung auf den Esel, als er dort hinaufgestiegen ist, war ja nur der Auftakt, nur die helle Seite des Mondes. Und erst nach dem Leiden am Kreuz, nach der Auferstehung, erkennen die Jünger Gottes Liebe als rund und schön. Denn die Liebe Gottes hat auch die dunkle Seite bestrahlt. Sie schenkt Vertrauen in der Ungewissheit. Sie nimmt das Dunkle und das Helle des Mondes in sich auf. Im Vorfeld vertrauen, dass Gott meine Geschichte am Ende rund und schön macht, auch wenn es manchmal dunkel ist. Das ist nicht leicht. Noch einmal schaue ich auf diesen Jesus, der in Jerusalem einzieht. Vielleicht schon da voller Hoffnung, dass Gott seine Geschichte rund macht. Er geht in diese Stadt Jerusalem, denn er ist Gottes Sohn. Er gibt sich in die Hand der Menschen. Weder die, die ihn bis ans Stadttor begleiten und durch Hosianna die Ehre erweisen, erkennen ihn ganz. Sie sehen seine helle Seite. Aber auch die anderen, die ihn verhöhnen und ans Kreuz erhöhen, erkennen nur die andere Seite, die dunkle. Und erst danach, durch den Sieg an Ostern, sehen wir, dass auch die dunkle Seite von Gottes Licht umstrahlt wird. Dass Gott es dennoch gut mit uns meint, auch in unseren dunklen Stunden. Dass sein Licht auch und gerade die Seite des Mondes bestrahlt, die im Finstern liegt. Denn durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Denn Gottes Macht ist so groß, dass sie das dunkle Nichts umfasst, dass selbst da am dunkelsten Punkt des Lebens Gottes Liebe auf uns wartet. Sie tröstet, sie gibt Kraft, bis auch wir wieder erkennen, der Mond ist rund und schön. So sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser menschliches Denken, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Thank you.
dieser Stelle folgen nun die Abkündigungen. Aus dem Leben der Gemeinde gibt es Folgendes bekannt zu geben. Nach dem Gottesdienst bitten wir Sie, geordnet nach draußen zu gehen, und bitte bilden Sie keine Ansammlungen und halten Sie sich an die Abstände von 1,50 Meter. Zu folgenden Gottesdiensten wird eingeladen. Am morgigen Sonntag von 11 bis 12 Uhr bietet das Team Kirche für Familie einen Familiengottesdienst to go an. Es können vorbereitete Tüten im Gemeindehaus abgeholt werden. Und rund um das Gemeindehaus und den Osterbrunnen sind Mitmachstationen geplant. Am Gründonnerstag wird um 20 Uhr zum Beichtgottesdienst eingeladen. Am Karfreitag findet um 9.30 Uhr ein Sakramentsgottesdienst mit dem Posaunenchor statt und um 15 Uhr eine Andacht zur Todesstunde Jesu. Bei beiden Gottesdiensten wird das Abendmahl mit Traubensaft gefeiert. Am Kar-Samstag um 20.45 Uhr wird die Osternacht im Pfarrgarten angeboten, musikalisch umrahmt vom Posaunenchor. Am Ostersonntag um 9.30 Uhr ist Gottesdienst, musikalisch ebenfalls ausgestattet durch den Posaunenchor. Am Ostermontag um 9.30 Uhr wird eingeladen zum Gottesdienst mit Abendmahl. Auch dort spielt der Posaunenchor. Und alle Gottesdienste außer der Ostersamstag finden im Gemeindehaus statt. Das Dankopfer am vergangenen Wochenende war für das diakonische Werk in Bayern bestimmt und betrug 85 Euro sowie 128 Euro im Klingelbeutel. Die heutige Kollekte ist für die theologische Ausbildung in Bayern. Während des Gottesdienstes wird wie immer nicht mit dem Klingelbeutel gesammelt, deshalb stehen am Ausgang zwei Körbchen bereit. Beide sind beschriftet, der eine ist der Ersatz für den Klingelbeutel und der andere Korb ist die heutige Kollekte. Die anderen Gaben, anlässlich von verschiedenen Geburtstagen, betrugen für die Sanierung der Kirche 150 sowie 100 und einmal 50 Euro. Für die Kirche wurden weiterhin 2x50 Euro gegeben und für wo am nötigsten 2x100 Euro und 1x50 Euro. Anlässlich von Beerdigungen wurden eine Einlage am Friedhof von 6 Euro gegeben und für wo am nötigsten 100 Euro. Sonstige Gaben bei einer Passionsandacht wurden 12 Euro im Klingelbeutel eingelegt und 5 Euro für den Friedhof. Und der Wochenspruch, den haben wir schon gehört, steht bei Johannes im 3. Kapitel. Der Menschensohn muss erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und der allmächtige Gott segne unsere Gemeinde und alle ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen. Lasst uns beten. Jesus Christus, du hättest vor Schmerzen und Tod fliehen können, aber du hast dich für uns entschieden. Du kommst zu uns, auch wenn unsere Hände leer sind, denn du füllst uns mit Leben. Dir halten wir unsere Bitten hin. Wir bitten dich für unsere Kinder. Wir halten dir alle Ängste und die Verzweiflung hin. Wir halten dir die Müdigkeit und die Sehnsucht hin. Wir bitten dich für die Kinder, die hungern nach Liebe und nach Gemeinschaft. Herr Jesus Christus, auch du warst ein Kind. Komm und erbarme dich. Herr, wir bitten dich für die Menschen, deren Entscheidungen über das Leben vieler bestimmen. Wir halten dir unsere Ratlosigkeit hin und unsere Überforderung. Wir bitten dich für die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen,
für alle, die ihre Kräfte für andere hergeben, in der Pflege, in den Heimen. Wir halten dir den Dienst und die Hingabe hin. Jesus Christus, auch du hattest Geduld mit denen, die dir anvertraut sind. Komm und erbarme dich. Wir bitten dich für die Menschen, die am Glauben festhalten. Wir bitten dich für unsere jüdischen Geschwister, die das Passafest feiern. Und für deine weltweite Kirche. Für alle, die diesen Tag und diese Tage dein Leiden bedenken und deine Nähe suchen. Wir halten dir unseren Glauben hin. Wir haben unsere Klage. Wir haben unser Hosianna. Schenke uns Hoffnung. Herr Jesus, du bist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Du hast dich für uns entschieden. Deshalb danken wir dir. Komm und erbarme dich. Alles, was uns bewegt, bringen wir in der Stille vor dich. Mit deinen Worten beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht nun hinaus unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Thank you.
Dein